Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute habe ich für euch die Klassikbox vom Monat September. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, dann bleibt doch am besten einfach dran. Ja, meine Lieben, also die Klassikbox ist gerade bei mir eingetroffen vom Monat September. Ich freue mich. Wer die Box noch nicht kennt, das ist eine Abo-Box, die kann man monatlich abonnieren. Die kostet im flexiblen Abo 17,95 €. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit eines 3-Monats-Abos, eines 6-Monats-Abos oder eines Jahresabos. Der günstigste Preis wäre eben ein Jahresabo für je 12,50 € im Monat. Und der Wert ist natürlich immer höher und ja, genau. Also, wir schauen jetzt einfach mal rein. Aktuell gibt es auch mit dem Code Septemberbox die Möglichkeit, die Box für nur 15 € zu abonnieren. Das war der Preis, den sie vorher gekostet hat, bevor alles teurer wurde. Aber wir schauen jetzt auf jeden Fall mal rein. Wir haben hier wieder das klassische rosane Design, ne? Und schauen mal, was die Box uns hier so zu bieten hat. Das ist hier der erste Blick in die Box rein. Genau, wir haben hier auch immer noch mal so ein digitales Magazin. Also falls ihr das mal scannen wollt, könnt ihr das gerne machen. Do it for you ist das Motto. Mach es für dich, ist ganz wichtig. Ne? Ist immer so, nicht immer alles für andere machen, sondern auch mal was für sich selber. Und genau, also wir schauen hier einmal rein und es gab ja schon 3 Sneak Peeks. Also es ist immer so bei der Klassikbox. Oh, ich freue mich. Es ist immer so bei der Klassikbox, dass es 3 Produkte gibt, die immer gleich sind bei allen. Und zwei andere Produkte, die variieren. Also wir haben hier immer 5 Beauty-Produkte drin, 5 Beauty- oder Lifestyle-Produkte. Und ich zeige euch erstmal die Sachen, die bei allen 3 gleich sind. Also die überall gleich sind. Und zwar zum ersten haben wir hier Kollagen Booster Ampullen von Barbour. Die finde ich richtig gut. Da freue ich mich sehr, die auszuprobieren, weil Barbour ist immer gut. Ampullen, die kenne ich auch noch nicht. Und da sind 7 Ampullen drin und die kosten 39,90 €. Die kosten wirklich so viel. Weil manchmal sagen, ja, was stehen da für Preise drin und ob das wirklich der Preis ist. Ja, das ist der Preis. Geht mal auf eine andere Webseite und schaut mal, was Barbour Ampullen kosten. Ne? Da schlackert man mit den Ohren. Natürlich ist es so, dass diese Boxen, die wo diese Boxen praktisch packen oder herstellen, es ist ja ein Werbezweck, natürlich. Ist ja klar, die machen dafür Werbung, tun dir das rein, dass du es ausprobieren kannst. Am besten findest du es noch gut und dann kaufst es dir nach. Genau, oder du abonnierst gleich die Box, dann hast du vielleicht Glück, dass sie öfters mal in der Box sind. Ist noch besser. Und dann hast du nämlich zum günstigsten Preis. Ich zahle 17,95 € und habe 40 € Ampullen da drin. Ja, genau, also. Nach der Gesichtsreinigung anwenden. Bei unserem täglichen Treatment dürfen diese Beauty-Schätzchen nicht fehlen. Die Kultampullen exklusiv Kollagen Booster wirken Effekt für ersten feine Linien und Fältchen entgegen. Die spezielle Rezeptur beinhaltet ein Wirkstoffkonzentrat, das speziell gegen den Verlust von Elastizität und Spannkraft der Haut konzipiert ist. Also, eine Ampulle kann man auch für 2 oder 3 Anwendungen verwenden, finde ich tolles Produkt und das hat jeder in seiner Box. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Produkt. Das ist hier so ein Kopfhaut-Scalp-Massage-Ding. Ich mache das jetzt auch mal auf. Da kann man sich zum Beispiel Haarkuren oder Haarseren. Das fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Ein bisschen ASMR hier. Ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an, liegt auch gut in der Hand, kann man ja so, ne, am besten so rumnehmen, genau. Dann kann man sich das hier so einmassieren, das heißt Haarkur oder manche halt benutzen ja auch so Haarelixiere fürs Haarwachstum, ne, so Haarseren. Und dieses Produkt kostet 10 €, sieht wie gesagt so aus, ist aus Plastik, sehr gut in der Hand. Kann man ja auch so ein bisschen zum Beispiel, ja, sich ja auch so ein bisschen was einmassieren, ne, kann man ja auch. Warum wir dieses handliche, praktische Kopfmassage-Tool lieben, weil es so viel mehr kann als Entspannung. Kombiniere es mit einem bevorzugten Haarprodukt oder Shampoo, Spülung, Maske, Peeling oder Massageöl und wende es auf nassem oder trockenem Haar an. Das Massagegerät trägt dazu bei, dass die Haarpflegeprodukte effektiver einziehen und die Blutzirkulation verbessert wird. Das Ergebnis: gesunde und gut durchblutete Kopfhaut. So soll das Haarwachstum
angeregt werden, damit du dich schon bald über deine Traummähne freuen kannst. 10 Euro kostet das Ganze. Finde ich gut, dass sowas hier drin ist. Also ich habe sowas schon mal gehabt in einer schönen Für-mich-Box. Ich habe sowas noch. Aber ja, habe es aber auch schon mal benutzt und finde es gar nicht so schlecht. Und auch das Produkt hat jeder in seiner Box. Und jetzt kommen wir zum dritten. Das riecht ja auch schon so gut. Und zwar von Foamy ist das ein festes Gesichtspeeling. Das finde ich sehr gut. Also ich habe ja, wo ich das gesehen habe, gedacht, oh nein, ich schon wieder ein festes Shampoo oder ein festes Duschgel oder was auch immer, ne? Als ich dann aber gesehen habe, dass es ein Peeling ist oder ein Gesichtspeeling, kann man ja auch für die, ich nehme das manchmal auch hier so für die Arme, fand ich es gut, weil dieser Geruch von dieser Seife, von diesem Pfirsich oder Aprikose ist es ja, ne? Mit Aprikosenkernöl finde ich richtig gut. Und ich hatte mal, ich glaube von Respire oder Respire, wie man es auch immer ausspricht, aus der Blissim Box, glaube ich, war es, auch mal so ein festes Peeling. Und das fand ich sehr gut. Deswegen darüber freue ich mich, dass ich das jetzt hier drin habe. Das kostet 4,95 Euro. Zeit für ein erfrischendes und samtig weiches Hautgefühl. Die spezielle Formel dieses festen Scrubs enthält sanfte, peelende Jojoba-Wachsperlen sowie feuchtigkeitsspendendes Aprikosenkernöl. Um deine Haut auf eine einzigartige Weise zu verwöhnen, freu dich auf die Geschmeidigkeit, die dein Teint durch dieses Produkt enthält und lass ihn wieder frei atmen, glücklich und strahlen. Sehr gut, kostet 4,95 Euro. Freue ich mich drüber. Das hat auch jeder in seiner Box. Dann gibt es natürlich Variationen. Ich sage euch jetzt mal, was ich hier drin habe und was dann die anderen Varianten wären. Also ich habe hier einmal von Asa Magic Finish einen Lip Designer in der Farbe Burgundy Red. Habe ich noch nicht die Farbe, finde ich aber sehr, sehr schön. Die Farbe, muss ich sagen, gefällt mir und darüber freue ich mich. Weil ich sowas, glaube ich, habe ich das schon mal benutzt. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber das sieht doch wirklich mal toll aus, ne? So. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das, also den Lippenrand zu malen. Und hier könnt ihr das dann auch nochmal mit dem Pinsel hier vorne auch nochmal ein bisschen dann hier in die Lippen, also innen rein, einfach ein bisschen verblenden. Und das finde ich ein tolles Produkt, muss ich sagen. Darüber freue ich mich. Weil, gut, es hätte auch noch andere Produkte gegeben, worüber ich mich gefreut hätte. Aber darüber freue ich mich auch. Kostet nämlich 9,99 Euro. Perfekt konturierte Lippen mit im Handumdrehen. Voila! Der Lippenkonturstift verhindert das Auslaufen deines Lippenproduktes über die Lippenkontur hinaus und sorgt für seiner wasserfesten Textur für optimalen Halt bis zu 8 Stunden. Durch die Stoffe softe herausdrehbare Mine des Stiftes lässt sich der besonders leichte auftragende und gleichzeitig dank des integrierten Pinsels auf der anderen Seite leicht verblenden. Freu dich mit etwas Glück auf diesen Lip Liner in deiner Box. Finde ich toll. Tolle Farbe auch. Klasse. Gefällt mir. Kostet 10 Euro. Super. Dann habe ich hier noch was drin. Und zwar von Ecos, Natura Ecos, Murumi Ru, 30 ml. Ich hoffe, dass das ein Shampoo ist. Nein, ein Conditioner. Es hätte nämlich die Möglichkeit zwischen einem Shampoo und einer Spülung gegeben. Jetzt habe ich halt hier die Spülung, weil ich ja so jemand bin, der viel Spülung benutzt. Also das ist ja jetzt ein Produkt, wo ich sage, okay, ist für mich ein brauche ich nicht Produkt, kostet 4,50 Euro, sind 30 ml, sind hier enthalten und ja, je nach Haarlänge eine Haselnussgröße, Walnussgröße, saubere Menge in die saubere feuchte Haarlänge und Spitzen eingeben, gleichmäßig verteilen, anschließend gut ausspülen. Genau, jetzt muss ich kurz gucken, was hier Conditioner und bringt Shampoo als auch im Conditioner und bringt... Ah, das steht gar nicht getrennt dabei. Okay, das ist
pure Geschmeidigkeit für dein Haar. Direkt aus dem Fläschchen wertvolle Murumuru-Butter aus dem Amazonasgebiet steckt sowohl im Shampoo als auch im Conditioner und bringt den schönsten Schein deiner Mähne hervor. Strapaziertes Haar wird tief im Inneren repariert, die Schuppenschicht geschlossen und der Glanz geboostet. So kann dein Schopf nach dem sonnenintensiven Sommer wieder mit seinem gesunden Strahlen Dein Schopf, wie sich das anhört. Nach dem sonnenintensiven Sommer wieder in einem gesunden Strahlen. Glaubt ihr das, dass ich das jetzt nicht vorlesen kann? Wieder mit seinen gesunden Strahlen verzaubern. Was ist denn das für ein Satz? Aber egal. Wurscht, das ist hier ein Conditioner. Ja, sieht so aus. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Wäre eigentlich mal nicht schlecht. Riecht auch nicht schlecht. Ich hatte davon, glaube ich, auch mal was von der Marke. Eigentlich ist es ja so, dass ich überhaupt keinen Conditioner benutze. Sollte ich vielleicht mal machen, wäre für meine Haare vielleicht auch besser, weil ich mache natürlich immer nach dem Haarewaschen ein Leave-In rein. Ne? Das ist ganz klar. Ja, das ist auch eine schöne Größe, wenn man mal verreist und man will nicht so eine große Flasche mitnehmen. Ist das eine super Sache. Nur Conditioner kann ich halt nicht so. Ich brauche gar nicht so viel. Mir wird wahrscheinlich so eine kleine Flasche das ganze Jahr reichen. Aber nun gut, alternativ schaue ich gerade mal. Es hätte gegeben. Manche hatten ja auch, habe ich schon gesehen, eine Intensivpflegecreme von Dalan de Olive. Die kostet 1,99. Das ist diese hier. Die hätte es einmal gegeben. Dann hätte es gegeben von Invisibobble ein Haartool, was man auch hier so ein bisschen in die Haare, na, ja, jetzt, was man hier in die Haare reinmachen kann. Dann hätte es diese Maske hier gegeben, und zwar von Ondo, so eine Bubble Mask, so eine Tuchmaske, wo halt dann irgendwann so Bubbles kommen. Hallo? Stellst du scharf? Die kostet 3,95 Euro. Oder von L'Occitane, die Shea Butter Handcreme für 8 Euro hätte es gegeben. Die hatten wir auch schon öfters drin. Dann von United Fabulous eine Tanning Lotion. Gut, das wäre jetzt nicht meins gewesen, so Bräunungs... Sieht man das jetzt hier? Hallo. Ja, also Bräunungsgedönsen ist jetzt überhaupt nicht meins. Oder es hätte die Brightening Boom Mask gegeben. Die hatten wir, glaube ich, mal in der Blissim Box oder Goodie Box mal drin, diese orangene. Muss gerade mal gucken, dass man das hier so ein bisschen sieht. Aber meine Kamera stellt nicht scharf jetzt. Das wäre diese hier. Ja. Genau, oder halt das Shampoo. Oder es hätte von Brave Hair eine Coconut Haarmaske gegeben oder ein Leave-In, so ein Toning. Das hatten wir aber auch schon mal. Also ist jetzt nichts, was ich, ja, muss ich sagen, finde ich ganz gut, dass ich jetzt diese Produkte hier drin hatte, weil teilweise die Alternativen, die kenne ich halt schon. Klar, Lip Designer kenne ich auch schon von Asam Beauty, aber nicht in dieser Farbe. Das finde ich sehr schön, das ist ein tolles Produkt. Dann haben wir, wie gesagt, jeder hat diese Barbo-Ampullen, jeder hat dieses Gesichtspeeling in der Box und jeder hat dieses Produkt hier drin. Damit kann man sich zum Beispiel hier den Conditioner einarbeiten und dann hat man eine gelungene Box. Das war jetzt die Glossy Box vom Monat September. Schreibt mir gerne mal, wie ihr die Box findet, was ihr zu der Box sagt, was ihr in der Box hattet vielleicht, wenn ihr sie auch im Abo habt. Wenn ihr sie abonnieren wollt, dann schaut gerne mal bei der Glossy Box vorbei. Sollte ich einen Rabattcode haben, schreibe ich ihn euch in die Infobox rein oder blende ihn hier ein. Und ja, also meine Lieben, um solche Unboxings, Videos und Schminkvideos nicht mehr zu verpassen, folgt mir gerne hier auf YouTube, folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr möchtet. Link ist in der Infobox verlinkt, da heiße ich genauso wie hier, sowas mit Beauty, würde mich ganz arg freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.